Hey Leute, da sind wir wieder zurück bei Cryo 4. Diesmal nicht mit der hohen CPU-Auslastung, diese ganze Aufnahme. Ich bin überrascht. OBS. Sehr gut, denn ja, im letzten Part haben wir eine kleine Psycho, einen kleinen Psycho-Abschnitt. Den fand ich echt sehr, sehr gut gemacht, wo wir mit diesen Flares, die wir sogar noch im Inventar hier haben, rumgelaufen sind, ohne unseren Handy-Akku. Ohne unser leuchtendes Handy. Und ja, wurden. Es hat sich angehört, als ob wir von etwas verfolgt wurden, aber wir haben nichts zu Gesicht bekommen. Und haben neue Gegner gefunden. Und jetzt sind wir hier gelandet. Einem Zug. Der nichts macht. Hier sind auf jeden Fall die Tore aufgegangen. Wir gehen einfach mal hier durch. Ich weiß nicht, ob wir zurücklaufen mussten oder ob wir. Ah! Ich glaube, wir müssen auf den anderen Zug einfach drauf springen. Ich wusste, dass sowas passiert. Ich habe das anders in Erinnerung. Deswegen habe ich mich auch gewundert, warum die Tore nicht aufgegangen sind. Oh, jetzt bringen die Fehler wieder. Ich habe das definitiv anders in Erinnerung. Vor allem, woher kommt hier ein Zug? Das ist noch die andere Frage. Ich glaube, zurücklaufen können wir nicht. Alter, ein Duckjump schnell hoch. Es kann sich nur um Jahre handeln. Das war doch der. Ja, ich glaube, das war der. Ich glaube, zurücklaufen können wir nicht. Ich will mal gucken, wie das aussieht. Aha. Wir können doch schnell zurücklaufen. Ich glaube, das würde auch gehen. Ich wollte es nur mal angucken. Einfach, weil wir es können. Unser Leben sieht auch nicht so gut aus und wir haben nicht mal eine Spritze. Ja, man kann noch zurücklaufen. Der Zug ist einfach durch das Gitter durchgefahren. Ich speichere nochmal ab, damit Zukunftsfranzi das nicht nochmal machen muss. Wieso kann hier bitte keine Spritze rumliegen? Wir leben schon wieder voll am Limit. Vor allem, weil ich auch zu doof war und Dinge übersehen habe, dass die Aufnahme läuft. Es war schon gut, dass ich das überschrieben habe. Jetzt kommt noch ein Zug. Boah, das wär's. Da oben sind wir durch. So schnell hätte ich das hier nicht geschafft. Jetzt sind wir weiter mit dem Flares. Jetzt komme hier, habe ich auch wieder die Bugs. Ja, hier liegt schon wieder eine Flare, von daher. Müssen wir wohl oder übel jetzt weiter mit denen arbeiten. Und da überrascht uns irgendwann was. Psycho ist noch nicht vorbei. Nein, Psycho ist auf keinen Fall schon vorbei. Alter, oh, das macht einfach Kürre. Leuchte. Das macht er nicht so fertig. Ja. Von solchen endlos langen Leitern machen wir ja auch fertig. Ist hier irgendwas? Nein. Wieder anmachen. Weiter geht's. Alter! Passiert irgendwas, weil er sah so aus, als ob irgendwas passieren muss. Ja, wir haben voll. Wir haben voll. Ah, okay. Das war auch knapp. Oh, da hinten steht auch. Ich wollte sie alle umbringen. Alter, diese. Hier können wir nichts machen. Hinten ist wahrscheinlich auch nichts.
Alter, was macht denn so fertig? Lass bitte mal aufhören. Ich will einfach nur. Bitte. Wir haben genug Horror erlebt. Pfft. Genau richtig ausgegangen. Huch, wo sind wir denn jetzt? Den Typen gerade erschossen? Ich folge ihm besser. Alter, folge dem Doktor. Das look like he was one of these things. Es sieht nicht so aus, als ob er einer dieser Dinger war. Zumindest hat der Psychotrip jetzt ein Ende. Aber wir sind auch an einer anderen Stelle. Hier wird es runtergehen. Ich schaue mich nur mal ein bisschen um. Hier sieht auf jeden Fall anders aus. Da ist eine Tür. So ein bisschen orientieren. Da ist auch wieder eine Tür. Ich glaube, durch eine konnten wir auch durchgehen. Vielleicht hätten wir auch erstmal dem Doktor folgen sollen und dann irgendwie sehen sollen, oh, wir können ihm gar nicht folgen. Wir gucken erstmal da drüben. Hier gibt es zu viel, wo man durchgehen könnte. Ist der Zug. Da ging es nicht lang, ging es hier auch durch. Nee, da hinten kam hier her. Dazu, ich sollte mich mal ein bisschen besser umgucken, weil wir haben nämlich doch eine Spritze haben wir. Ich drücke mal Escape. Okay, sieht es genauso aus auf der anderen Seite. Ich sollte erstmal auf der anderen Seite gucken. Ich habe es mir da gerade doch anders überlegt. Aber ich glaube, hier geht's weiter. Hanson Square. Boah, das mit den Flares. Huch, meine Kamera ist immer noch aus. Das mit den Flares war echt nicht ohne. Ich glaube, hier kommen wir irgendwo mal raus. The door's locked, genau. Und Batsch. Oh, hier kommen wir raus. Aber wahrscheinlich nicht weit. Ich wollte nur so hingehen, wo wir vielleicht noch nicht hin sollten. Es war klar, dass wir hier durchkommen. Sieht's aus. Hier sind die Grafikfehler immer noch. Okay, also hier ist zumindest ein potenzieller Weg. Den wir wahrscheinlich auch gehen müssen. Ich glaube, so viele Auswahlmöglichkeiten gibt uns das Spiel nicht. Im Endeffekt. Also ich glaube, das war's hier an Türen. Jetzt gucken wir aber nochmal auf der anderen Seite. Was ist das denn für ein schönes Poster? Intimidated by Abnormality. Tiffs abnormal leaves from the creator of Cry of Fear. Ja, ist auch schön. Ich mag es mir immer sowas anzugucken, auch wenn es ein bisschen verpixelt ist hier. Hier ist auch die Spritze. Ja. Wahrscheinlich brauchen wir jetzt wieder irgendwie was, um hier weiterzukommen. Türen sind hier aber keine. Hier komme ich auch nicht durch, aber hier ist auch, glaube ich, nichts. Hier unten, ja, genau. Das war mir schon klar, dass man hier aber nicht weiterkommt. Verdammt, er muss es abgesperrt haben. Wieso macht er das? Da liegt ein Schlüssel am Boden. Hat er den fallen gelassen? Ich nehme den besser. Oh, und wir kriegen einen Akku. Fuses. Ja, Rifle, das. Wir kriegen gerade sehr viel. Das macht mir sehr viel Angst.
Speichern wir mal hier ab. Wir kriegen den neuen Handy-Akku und wir sollten mal, glaube ich, ein bisschen was. Die Flares brauchen wir jetzt nicht mehr. Drop. Und sie droppen. Okay. Können wir zumindest unseren Handy-Akku wieder nehmen? Da. The battery of my phone. Hope it's charged. Combine damit. So, unser Handy soll jetzt wieder gehen. Also packen wir das wieder auf die 3. Huch. Wahrscheinlich müssen wir es wieder hier. Ja. Sehr schön. Das gefällt mir schon besser. Und der Ronald Street Key. Wo brauchten wir den nochmal? Warte mal, werden wir wahrscheinlich sehen. Der wird schon irgendwas gut sein. Ich speichere nochmal ab. Jetzt, wo wir uns wieder full equipped haben. Ah, das waren nur die Flares. Ja, wir wissen jetzt, wo es weitergeht. Ronald Street Key, steht irgendwas noch dabei. A key with the tag Ronald Street. Okay, also nichts Spannendes. Waren wir wahrscheinlich? Haben wir irgendwo eine Übersicht? Unten war, glaube ich, eine. Können wir. Wow. Da können wir nochmal reingucken. Wow, natürlich kommen die Betten jetzt wieder an. Noch einer? Ah ja, da hinten. Oh, sogar zwei. Ich glaube, ich renne einfach durch. Daran verschwinde ich jetzt nicht meine Muni. Das können die abhaken. Und vor allem meine Gesundheit verschwende ich auch nicht an denen. Ist hier irgendwas? Ich glaube, hier kommen wir auch später nochmal hin. Und durch die Tür. Und die ist ja abgeschlossen. Aber da kann man den Key wahrscheinlich nicht usen. Das würde mich schon sehr wundern. Wir können es mal probieren, aber ich bezweifle es. Ja, hierfür ist er nicht. Dumm, die dumm. Na, gehen wir mal hier weiter. Ich bin auch noch angespannt, aber ich weiß, dass ich nicht mehr so lange aufnehmen muss. Bringe zwei Sicherungen nach Hanson Square. Einer davon ist in der 6. Avenue. Also müssen wir nochmal zurück. Das mit diesem zurück habe ich mir. Wo habe ich das eigentlich gewonnen? Erik sagt das immer mal. Oh, da scheint Flaggen. Licht kann ich auch mal anmachen. Waha! Du Olle! Okay, haben wir auch nichts mehr. Okay. Ja, ich liebe es. Vor allem, dass man hier nicht. Sonst würde ich ja immer nachladen, aber das ist halt wie, man muss mit den Kugeln wirklich aufpassen. Man darf halt nicht nachladen. Ansonsten. The door is locked, aber wahrscheinlich kommen wir hier durch. Prespas Garden, Preston Road. Nee, wir kommen auch nicht durch. Oh, ich wusste, was hier auf der anderen Seite wartet. Ich glaube, ich weiß es. Deswegen gehe ich erstmal hier gucken. Ah, wir müssen durch den Bus wahrscheinlich hier. Ich schau gleich noch zurück. Aber wahrscheinlich gibt es hier zwei Wege, weil wir zwei Fuses brauchen. Deswegen können wir uns wahrscheinlich entscheiden, welchen wir hier zuerst gehen und wo wir zuerst die Fuse holen. Ich glaube, hier war dieser Riese. Ich hoffe, ich spoilere jetzt nicht. Ja. Ich sehe ihn da schon anlaufen. Alter! Okay, zermatsch uns. Dankeschön. Load Game. Hier haben wir, glaube ich, abgespeichert. Ob wir das jetzt noch in der Aufnahme. Ich weiß nicht, welcher Weg halt besser ist und welcher nicht. Deswegen, das ist mir
bisschen ein Rätsel. So, jetzt laufen wir aber einfach nur durch. Ich habe keinen Bock, mich mit diesen komischen Dingern abzugeben. Die kosten mich eh nur Munition, von daher. Ich glaube, ich gehe aber zum Bus erstmal. Das erscheint mir doch besser. Das mit dem Riesen, wie gesagt, ich erinnere mich immer an mehr und mehr, öfter ich das rede, weil ich im Spiel komme. Wie gesagt, ich kenne es ja halt auch schon. Aber das tut echt nichts zur Sache. Weil man sieht ja trotzdem, dass ich mich erschrecke oder grusle. Weil, wie gesagt, ich kriege trotzdem übelst die ganze Haut, wenn irgendwas passiert. Also das Spiel ist echt nicht ohne. So, hier kam jetzt ja uns ein liebes Etwas entgegen. Ich tue also erstmal, einfach weil es dann leichter ist. Genau, sehr schön. Huch. Ups. Ich glaube, ich gehe durch die Busfahr. War da ein Tonband? Oh. Ah, schon, da war ja noch eine. Ah, jetzt sollten wir nachladen. Ja. Na, ich höre sie schon hinterher ins Herz stolzieren. Ich den Riesen besiege, wüsste ich gern. Ich habe, glaube ich, das Rifle hätte ich noch. Wir schauen das mal woanders. Ich hätte gerne erstmal einen Speicherpunkt, damit ich nicht nochmal... Aber das ist hier nicht so schlimm, wenn ich das nochmal machen müsste. Weil das ist der letzte Part der Aufnahme wieder ist. Wahrscheinlich kommen wir dann da durch. Schnee ist irgendwie so ein bisschen beruhigend, aber... Kann ich noch eine Spritze rumhieken? Spritze. Spritze brauchen. Ja, im Bus. Wir können ja mal in den Bus reingehen. Kommt hier irgendwas? Ach, guck mal, ob sie wir wieder hätten. Ah, da kommt so ein Fred an. Da hätten wir auch ein Rifle gefunden. Interessant. Ah, hier haben wir noch eins. Da unten sind wir. Ronald Street ist hier. Wir haben Randall? Ronald Street? Sexton Street? Small Road. Ist ja schön. Ah, da ist ein Turmband. Ich wusste es doch. Da müssen wir wahrscheinlich durch. Ah, der Typ ist wieder despawned. Ups. Keine Spritze. Keine einzige Spritze. Und so muss man gucken, wofür der Key jetzt war. Nochmal. Ah, ich weiß, was wir mit dem Key... Ich glaube, ich weiß, was wir machen mussten. Ronald Street. Genau. Das war ja die... Überlege, hier Ronald Street, wir sind ja hier und kommen jetzt hier raus und müssen wir wahrscheinlich dann den Key einsetzen. Alter. Boah, das war gut getroffen. Das ist aber echt mies platziert. Krieg ich deine Pistolen und Munition? Dankeschön. I remember. Ich glaube, das machen wir erst im nächsten Part, so wie es aussieht. Wir schauen uns mal hier ein bisschen oben, ob wir irgendwas... Wieso konnte ich mal hier irgendwie eine Spritze liegen oder so? Oder irgendwie... Oder bla bla bla. Ich muss mir hier hoch, ne? Wahrscheinlich. Und hier kommen wir durch. Apartment Blocks. Unsere Freunde. Will ich einen Cliffhanger machen? Ich mache hier, glaube ich, das mit diesen komischen Farbfehlern geht mir auf den Keks. Ich erinnere mich, glaube ich, aber hier dran. Aber ich glaube, das machen wir dann im nächsten Part. Bis dahin, Leute. Macht's gut. Und ciao.